Heute ist Samstag und das bedeutet, heute gibt es mal wieder eine Folge Tipps. Ich werde dir heute mal zeigen, wie du Rodelspäne verbrennen kannst, ohne irgendwie was Spezielles bauen zu müssen. Ich habe hier noch einen Sack übrig. Wie gesagt, das hier sind größtenteils Hobelspäne. Mit denen funktioniert es besonders gut, weil die halt sehr schön luftig sind. Mit Sägespänen wird das hier aber auch funktionieren. Auf jeden Fall braucht ihr eine Grillstelle. Und wie verbrennen wir die Hobelspäne? Im Prinzip füllen wir die jetzt einfach gleich da unten rein und verbrennen sie mit. Ihr habt es bestimmt schon selbst ausprobiert, ihr habt zu Hause Feuer gemacht und habt die Hobelspäne dann drauf geworfen. Das funktioniert in der Regel nicht, weil ihr dann einfach die Flamme erstickt und es dann megamäßig qualmt und ihr euren Nachbarn voll auf die Eier geht. Wenn die Hobelspäne unten sind und das Feuer, also es muss immer Feuer auf den Hobelspänen sein, dann ist das kein Problem. Ich habe hier noch ein paar Hobelspäne übrig und funktioniert echt erstaunlich gut und da könnt ihr echt eine Menge mit verbrennen. Und die fülle ich jetzt einfach mal hier unten rein. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Holz klein hacken. Also im Prinzip machen wir jetzt ein normales Feuer, das ist jetzt nichts Neues. Als nächstes müssen wir jetzt einfach ein normales Feuer anzünden. Das ist nichts Neues mehr. Ihr seht, das Feuer brennt jetzt richtig, richtig schön. Wenn ich da ein bisschen ranzoome, seht ihr auch, dass dort noch ein paar Hobelspäne sind. Und die brennen jetzt einfach mit dem kompletten Feuer richtig schön runter. Das soll dann auch schon mit der heutigen Folge Tipps gewesen sein. Ihr könnt es ja mal zu Hause ausprobieren. Wie gesagt, ihr könnt so das Feuer auch schon viel besser anmachen, weil ihr das Holz richtig schön reinlegen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sag bis zum nächsten Video einfach mal. Ciao. Perfectly cool.